Kommt deine Frau auch noch? Was? Wieso? Oh, da gibt es ja. Hättest du nach, wenn ich den Mann gestanden, weißt du? Nichts mehr. Ron versteckt sich vor dir im Lager. Warum? Er sagte, er hat letzte Nacht nicht den Mann gestanden. Das stimmt allerdings. Ganze Wochenende sturmfrei gehabt. Wie die Kaffeemaschine, weißt du? Genau, ohne Hand vom Viagra reinschmeißen, funktioniert. Cent? Während ich am Tanken bin. Das sind ja noch kleine Sprünge. Das sind aber 4 Cent. Aber was willst du davon? Das ist halt das Leben der Johannings. Da gibt es immer welche zwischen die Hörner. Immer welche. Wir können das nicht das einmal. Leben, das hier. Ja, nee, ist wirklich so. Man kann nicht einmal auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Nein, wir kriegen immer einen zwischen die Hörner. Da kannst du vergessen. Aber beim Tanken ist, du willst in der Ruhe essen, da kriegst du das falsche Essen. Du willst irgendwo hinfahren, da ist Stau, da ist dies, da ist jenes nicht. Du kommst an beim Hotel, du kannst 100 Mal beim Hotel ankommen, da ist nichts los. Du kommst an, 30 Mann vor dir. Und jeder hat wie welche. Ich weiß auch gar nicht, beim Hotel, genau das ist die gleiche Geschichte. Ich weiß gar nicht, wie man beim Einchecken schon 1 Million Punkte auf dem Zettel haben kann. Ja, aber ist das Hotelzimmer auch hygienisch sauber? Ist das Hotelzimmer auch? Haben Sie, wischen Sie mir auch den Arsch ab? Sind die noch ganz dicht? Und hinter dir noch mehr Leute und noch mehr. Du willst doch nur dein Check-in machen. Du willst doch nur deine Karte abholen fürs Hotelzimmer, weil du musst aufs Klo mit 5 Stunden Auto fahren. Ist nicht möglich. Es gibt Menschen, ganz ehrlich, wo ich immer sage, die brauchst du nicht. Da kannst du vergessen. Ich kann doch nicht schon beim Einchecken, ich bin angekommen, ich will doch einchecken, ich hab doch Urlaub, oder nicht? Ich fange doch nicht schon mit Problemen an in meinem Urlaub. Da keine Geduld mehr, Was hast du denn, wenn er so böse wird? Gar nichts. Ich stehe einfach nur daneben. Ja, ganz genau. Wenn du böse bist, dagegen bin ich nix. Dann rennst du dann nämlich durch. Ich hab ja was zu verlieren. Aber ich bin ja die gute Seele. Ich darf das ja nicht so sagen, dass ich eigentlich auch so aggro bin wie du. Ja, gebe ich gar nicht. Oder noch vielleicht manchmal einen Tag schlimmer. Das darf ich ja nicht. Einer muss ja die gute sein. Parkplatz. Alles parkt auf meinen Parkplatz. Das ist die nächste Geschichte. Parkplatz dicht. Ronny kommt an. 500 Kilometer von Tarsienland gefahren. Mit dem Parkplatz parken. Kann nicht so parken. Ronny muss unsere Brücke parken. 500 Kilometer woanders weg. Muss noch dahin latschen. Und dann wird es noch blöde angemacht. Was parken Sie hier? Hier ist kein Parkplatz. Alter, du denkst so überfahren, weißt du was? Hier musst du dir mal vorstellen. Sondern musst du dich durchschlängeln und durchhangeln und durchhängeln, irgendwo hin, dass du noch einen Parkplatz kriegst. Dann hast du mal einen gütigen, ne? Der war dann ja auch willig. Ja, dann park mal da vorne hin. So, was für ein Hotel? Ja, da und da und da und da und da. Ja, wieso ist denn alles voll? Würde ich hier stehen, wenn da nicht alles voll wäre? Ja, ganz ernsthaft. Also auch eine Frage, eine Gegenfrage. Nein, ja, du, das ist ja aber ja wirklich so. Von diesen bekloppten Fragen, die aber ja auch hören den ganzen Tag, müssen die ja auch meinen, die sind alle bekloppt, die Menschen. Es gibt aber noch so ein paar, nicht viele, so 10%, die haben noch Verstand. Da gehöre ich zu, weißt du? Ja, und die können sich dann wohl, weißt du, wieso denn alles besetzt? Nee, ich stehe auch Spaß, ich will dich irren, ich will da jetzt hin. Ja, gibt's gar nicht. 100.000 Mal da gewesen, ich weiß genau, wo ich hin muss. Mein Auto fährt da blind schon hin. Ne? Was vieles aussagt über das ganze viele Geld, was ich da lasse. Fantasialand. Danke. Ne? Also nur mal eben so. Am Rande. No, aber nee. Ich kann das rufen. Stell dich ihm vor. Matthias, hallo. Wilke, moin. Das ist Tizi, unser neuen Hausmeister. Ist er nicht süß? Er hat noch ein bisschen Angst. Er ist ein bisschen schüchtern. Aber du hast ja mit Abstand den geilsten Job. Keiner kommt kontrollieren. Ja, da glaube ich noch nicht dran. Hat Ron Kameras in der Halle? Nee. Ja. Ja? Da sind 2 draußen und welche drinne. Also wir können Tizi immer sehen, wenn er was macht. Ja, ich komme ab und zu mal vorbei und guck, was du so anstellst. Oh. Wenn das für dich cool ist. Jo, klar. Sollen wir ihm kontrollieren, was du schon gemacht hast? Oh, noch nicht. Hast du schon was mit dem Gabelstapler kaputt gemacht? Nein, noch nicht. Noch nicht. Den darf er noch nicht fahren. Das ist nächste Woche dann erst. Drauf. Nächste Woche erst? Dann kommt Udo und macht mit dir eine Einweisung. Das kann ich ja eigentlich diese Woche. Udo hat noch Urlaub. Das ist eigentlich eine gute Idee. Udo hat Urlaub. Das machen wir. Udo hat Urlaub. Udo hat doch einen Schein, oder nicht? Nee. Ach so. Den Einlauf von Ron gekriegt. Von damals noch. Hier herrscht ja mal Ordnung, wa? Das ist so langsam. Guck mal hier, Rundholz. Da hat Udo auch eine Allergie gegen. Ron schon mal gemacht. Der hat mal das Wohnzimmer mit dem Laubpuster ausgepustet. Ohne Scheiß jetzt. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Bist du ausgeflippt? Ich war nicht da, als das passiert ist. Jetzt nochmal Witz, wir können Ron mal in die Pfanne hauen jetzt. Oh ja. Erzähl ihm die Geschichte, als er dein Fahrrad verkauft hat. Weißt du das noch? Das weiß ich noch. Das werde ich auch mein Leben nie vergessen. Als er mein Fahrrad verkaufte. Plötzlich war es weg. Es war verschwunden. Ich dachte, es wurde geklaut, weil die Garage offen war. Und dann hat er es einfach verkauft. Es war einfach verkauft. Er hat es einfach verkauft. Gab es Bild ohne Ton? Ja, 14 Tage lang. Aber als er die Stube ausgepustet hat mit dem Laubpuster, war es schlimmer.
geiler Typ, der neue Hausmeister. Geil, ne? Weißt du, was er gesagt hat? Nee, jetzt nicht, hau raus. Da musst du jetzt nur zustimmen. Er soll ja Gabelstapler fahren. Lernen. Ja und? Wie, lernen kann er das nicht? Nee, sagt er nächste Woche. Hat er bei seiner Einstellung gelogen? Und jetzt, pass auf, habe ich gesagt, ja, macht ja nichts. Udo hat Urlaub, der kann dir das beibringen. Ja. Bring ich Udo diese Woche einfach mit. Ja, kannst du auch machen. Ach, das lässt du zu, dass Udo bei dir im Lager jemanden Gabelstaplerfahren beibringt. So, nur um mal ihm eine Lanze bringen für Udo, ne? Udo kann Stapler fahren, hast du wohl gesehen, oder ne? Ja, ja, konnte er wieder. Das Video musst du übrigens unten mal wieder ein bisschen verlinken, weil die fragen mich alle, gab es da mal ein Video mit Gabelstapler? Die finden das alles nicht. Obwohl die ja nur auf Facebook, wo nur hochscrollen, dann müssen wir so runter, weißt du? Ja. Zack, immer mal hoch und ganz unten, da ist das dann irgendwo vergraben, selbst bei uns auf der Page. Ne? Aber ist ja kein Thema. Nee, aber Udo, unser Gabelstaplerfahrer Udo, der macht das schon. Kommt dann auch morgen in ein Bild. Ja, so ganz normal. Wie, der kann kein Gabelstapler. Was hat er denn vorher gemacht? Das war ja die Prämisse, wo ich ihn eingestellt habe. Marcel! Schreib ihm gleich mit die Kündigung, Tizi. Der hat ja keinen Sinn, wenn er keinen Gabelstapler fahren kann. Muss ja auch noch hinterher laufen. Der braucht den Gabelstapler doch jeden Tag. Hast du die PIN-Nummer vom Tresor geändert? Ja, vorstell du mir noch eben die PIN-Nummer vom Tresor, Alter. Den kriegst du nicht auf den Tresor. Den kannst du nicht mal sprengen, den Tresor. Ja, man bist keine Scheiße. Warum bin ich das doch? Was bist du? Am Tresor ran. Hier, warum gehst du nicht mal? Ich mach's doch. Soll ich dir den PIN sagen? 5, 5, 5. Schuh. So. Katastrophe. Aus Maul, Christoph, komm! Aus Maul! Alter! Nimmst du Tee aus der Kaffeemaschine oder was? Voll. Dann natürlich der Kaffeemaschine noch Tee. Wo ist hier heißes Wasser für Tütensuppen? Heißes Wasser?